Morgen, Rilo. Gut auch. Ich wollte eigentlich bloß was zu deiner künstlichen Intelligenz kurz sagen. Du hast ihn geschaut, ist nicht schlecht, wenn man da anders hört. Hast den Vortrag dir angehört, ganz? Den ganzen reingezogen gestern Abend. Ganz hast du den reingezogen? Also ich habe ihn nicht ganz geschafft, ich habe bloß ein paar Minuten geschafft. Also hinten, also ich sag so ab Minute 40 wird er gut, ab Minute 40 wird er vorne ein bisschen bla bla, aber hinten ab Minute 40, da musst du, der Beobachter ist ja der Analytiker und dann ist es, wird es extrem spannend, wenn du das aus dem reinen Geist betrachtest und so. Ja. Es ist ja, pass auf, es ist ganz einfach. Die erste Schwierigkeit ist künstliche Intelligenz oder Rechenkapazitäten sind immer etwas, was ausgedacht ist. Das ist die erste große Falle. Das ist, als wenn man Geist mit Chips erzeugen könnte. Es ist definitiv, dass es keinen Sinn macht, einen Gedanken zu erklären, dass es ein Gedanke ist. Wir können das dann noch weiter fortführen, dass es keinen Sinn macht, einer vergänglichen Erscheinung zu erklären, was Ewigkeit ist. Absolut. Das ist der feine Unterschied zwischen Geist. Geist ist ewig, eben weil er nicht denkbar ist. Und was aber schön ist, ist am Anfang dieser Zusammenfall in den Omega-Punkt. Ja. Das ist um 2:30. Jetzt rein rechnerisch, was auch das immer sagen soll. Das passiert in dem Moment, wo du wach wirst. Ich könnte auch sagen, das passiert in dem Moment, wo dir bewusst wird, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Das ist der Omega-Punkt. Darum habe ich gesagt, es ist dir möglich, dass du stirbst, bevor du stirbst. Das heißt, du Geist kannst, bevor du dieses Buch zu Ende liest, kannst du wissen, was du bist. Der Leser, damit erhebst du dich auf eine höhere Ebene. Das ist der Omega-Punkt. Und dann fällt dir alles in den einen Punkt zusammen, den man ganz einfach bloß L oder All nennt. Das ist die 1:30. Genau. Das müsste eigentlich bei dir schon passiert sein. Ja, denk mal davon aus. Das heißt, du wirst zum Leser, obwohl du immer noch vergängliche Erscheinungen hast, hast du verstanden, das ist der Omega-Punkt, wo alles in einem Punkt zusammenfällt, aus dem alles entspringt. Das heißt, der Urknall ist jetzt, der passiert jeden Moment. Genau. Und der flutet jeden Moment wieder in sich zusammen. Die Wissenschaft sagt, der ist vor 13 Milliarden Jahren explodiert, weitet sich aus, wobei es ja dann wieder Thesen gibt, dass diese Ausweitung irgendwann einmal wieder in dem Omega-Punkt zusammenfällt. Das ist die Vielheit, wo hier die Rechenleistung, die hier hochgerechnet wird, die immer größer wird, wird irgendwann einmal dann in den einen Punkt zusammenfallen in der ersten Grafik. Die Schwierigkeit ist immer die raumzeitliche Interpretation. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das ist, solange du raumzeitlich denkst, mit vorher und nachher hast du verloren. Das will ich mal sagen, was war zuerst, das Ei oder die Henne? Mein Beispiel mit dem Schalter. Das ist alles, das Bit, die kleinste Informationseinheit ist 1 und 0. Jetzt ist es aber das Problem, dass das 0 ja nicht heißt, dass was weg ist, also praktisch ein und aus, sondern 1 und 0 ist bistabil, können wir jetzt sagen, sind zwei stabile, denk an einen bistabilen Multivibrator, ist zwei stabile Zustände, den einen nennen wir 1 und den anderen nennen wir 0. Ja. Und die beiden bistabilen Zustände ist praktisch ein Bit. Das ist die Kiste jetzt in der einfachsten Form von Schrödingers Katze. Ja, genau. Und wenn du hinschaust, siehst du immer nur eine Seite. Atmen. Ja. Ist eine Kiste, du atmest, du schaust entweder jetzt einatmen oder du denkst jetzt ans Ausatmen. Genau. Die Tasse. Jetzt sind natürlich da noch mehr Zwischenstufen drin, wie ich immer sage. Kegel mit den Perspektiven. Das sind immer die Grundeinheiten, dieses Ein und Aus. Und das sind jetzt unendlich viele Zwischenstufen. Ich könnte jetzt sagen, das wird immer mehr, ist es einer oder ist es außer? Schön ist, wenn wir Kreis und Dreieck nehmen als diese Kontrast. Ja. Und du hast jetzt interessanter Kreis steht für die Eins, beziehungsweise für das Aus. Und die kleinste Form, die denkbar ist, ist drei. Das ist diese berühmte Trinität. Gnede, Form und Former. Ja, genau. Du kannst keins dieser drei Elemente, ich meine schon, dass wir die jetzt auseinanderdenken. Ja. Das ist das Triplett. Ja. Das ist nicht der Punkt auf dem Bild, weil der Punkt, wenn wir den anschauen, ist ja schon wieder Triplett. Ja, genau. Da haben wir die drei Grundfarben. Ja. Aber wenn wir das statisch betrachten, jede Farbe hat von 0 bis 100% Helligkeit unendlich viele Zustände. Genau.
Das ist bei Leuten, wo die nicht verstanden haben, bei Monitore, wenn es dann immer hast, der Monitor hat 620.000 Farben, 4,2 Millionen Farben. Ich sage immer wieder, das Problem der Anzahl der Farben, die ein Monitor machen kann, ist rein, dass eben die Farbe digital, also in digitalen Stufen abgespeichert ist. Wenn wir jetzt die Helligkeit analog von 0 bis 100 regeln können, kann er unendlich viele Farben. Diese Anzahl der Farben ist rein eine Arge, wie in gewisser Bit ich praktisch diese Helligkeitsstufen auflöse. Das immer wieder mache ich jetzt von 0 bis 100 in 10er Schritten, das kann man ganz einfach ausrechnen, aber nicht das Prinzip bedingt, die additive Farbmischung irgendwie mehr oder weniger Farben erzeugen könnte. Es ist immer alles sehr simpel. Das ist dieser riesen Vortrag ist die große Masse Geschwätz, und wenn du das Prinzip verstanden hast, brauchst du dann gar nicht anhören. Ja. Es ist, was ich immer wieder darauf hinweise, ein Gedanke selber ist kein Geist und er kann auch keinen Geist haben und er kann keinen Geist entwickeln. Das heißt, der Geist ist der, der sich diese unendliche Vielheit ausdenkt. Der träumende Geist, der träumt, ist der Geist. Und alles, was in Erscheinung tritt, ist kein Geist, das sind Facetten von dem Geist. Wir können das auch Holo-Feeling nennen. Vom Geist aus gesehen. Von einer Facette aus gesehen, stellt sich die Frage gar nicht, weil ein Gedanke selber nicht denken kann. Das ist der unbewusste Teil, das ist mir so klar. Also erwarte nicht, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, in irgendeiner Form denken, selber denken kann oder gescheint ist. Er ist eine Figur in deinem Traum. Genau. Der Redo natürlich auch. Ja. Das ist die totale Verwandlung. Das, was man wirklich verstanden hat. Ja. Und da wirst du merken, das kann eine geistlose Figur in deinem Traum nicht verstehen, außer das ist bewusst die Suche, wo ich immer wieder sage. Die Suche nach sich selbst ist die Suche nach Gott. Es ist die Suche nach der Einheit. Und das ist die rot geschriebene Liebe. Redigkeit. Und die kaum verstanden. Das ist übrigens interessant, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Heute Morgen, sehr spaßig, da merkst du, der Glitch setzt das natürlich weg. Jetzt kommt die Unzufriedenheit. Weiß nicht, ob du den heute schon angeschaut hast. Lichtwelt? Nein. Du mal schnell aufmachen. Da kommt jetzt natürlich hier, du weißt, das stimmt immer meistens, aber da wenn so viel. Hast du offen? Kämpfen aus Liebe. Wo habe ich das denn? Lichtwelt-Blog da. Ein Blog, hä? Ich habe den Link geschickt. Okay, da gab es nicht wieder. Kämpfen aus und in Liebe. Jetzt scroll mal runter. Pass auf. Scroll mal, wo es dann hast. Kämpfen aus Liebe. Und dann scrollst du runter bis zum ersten fettgeschriebenen Absatz. Solange der Irrglaube. Nein, den Absatz drüber lesen. Lese mal den Absatz drüber. Hier gilt es klar. Hier gilt es klar zu unterscheiden, denn wahrlich, schlägt dich jemand auf die rechte Backe, so verweigere ihm die linke Backe und ziehe ihn wie dein Grund zur Verantwortung. Das ist das wahre Bibelwort. Das hat angeblich Santana Jesus gesagt. Das kann der Pfeife rauchen. Okay. Die Schwierigkeit, die Liebe ist allumfassend. Solange der Irrglaube, Liebe, Gewehre, alles und fordere nichts besteht, der Irrglaube, haben die dunklen Herrscher ihr leichtes Spiel. Das heißt, du musst die dunklen Herrscher in deinem Traum bekämpfen. Und da merkst du jetzt, das ist jetzt seit langem wieder mal, wo der Charakter durchkommt, die Welt einseitig verbessern zu wollen. Die Liebe ist allumfassend, es ist eine höhere geistige Ebene. Und dieses, wenn die einen auf die rechte Bank schlägt, halt ihm die Linie hin. Das bezieht sich symbolisch auf den Geist, dass du vollkommen wirst. Erinnere dich, ich habe in einem Gespräch ganz klipp und klar, dass du nicht einseitig bist, brauchst du auf beiden Backen einen Schlauch. Ja. Selbstverständlich wird sich nichts verändern, wenn keine auf die Barrikaden gehen. Das macht aber niemals der Geist. Ja. Du wirst also feststellen, dass du als Geist eine Rolle spielst. Und es ist genauso, du hast die Rolle zu spielen. Ich sage immer, an der Rolle wollen wir nichts verändern. Du wirst aber immer mehr merken, dass die Leute, die miese oder aggressive Rollen spielen, dass die keine Verbindung zum Geist haben. Das sind KIs. Selbstverständlich haben diese KIs auch einen Geist, nämlich den, der sich's ausdenkt. Genau. Aber du wirst hier als Rolle immer im Hintergrund bleiben. Das heißt, du wirst keine Revolutionen auf, jetzt mach die Jesus-Geschichte. Wir machen mal ganz schön Life of Brian. Das sind ja hier dann die hier gegen die Regierung
kämpfen, Revolutionen anschüren wollen und das Große und Ganze, da hältst du dich vollkommen raus. Das heißt, als Geist, als bewusster Geist, wirst du immer eine Rolle kriegen, wo du im Hintergrund bist. Ja. Was das bewirkt, zeigt sich erst jetzt zeitlich gesehen in den nächsten Generationen, die du erlebst. Mhm. Selbstverständlich muss eine Revolution stattfinden, dass die Leute auf die Straße gehen. Du als Geist wirst aber niemals in Form deiner Figur irgendein Redelsführer, ein Anführer von irgendeiner Gruppe sein, die gegen eine andere Gruppe kämpft, sondern du beobachtest das bloß und bist eigentlich ein ganz unscheinbares Zahnrad im Getriebe im Hintergrund. Das ist jetzt hier ein Aufruf, immer wieder gegen irgendwas zu sein, gegen irgendwas zu kämpfen. Da wird komplett ignoriert, liebe deine Feinde. Liebe den Gegenteil, lass es einfach. Es passiert von alleine, wenn du das Gegenteil beobachtest, wenn du das zulässt. Das ist immer, wo ich sage, wenn du eine Diskussion oder was siehst, von dir aus gesehen hat jeder recht. Wenn du diese Ebene erreicht hast, gibt es keinen Grund, irgendwas zu bekämpfen. Es ist schon wieder der Aufruf zur Einseitigkeit, zu einer guten Welt zu machen. Da merkst du, da glitscht jetzt das Ganze weg, dass immer mehr, dir wird immer mehr der Unverstand der Menschen bewusst, auch der angeblich weißen Menschen in deinem Traum. Ja. Nur schon mit dem Hintergedanken, dass du, wenn du Geist bist in diesem roten Bereich und wenn ich das jetzt jedem Geistesfunken zuspreche, die natürlich jetzt auch in mir sind, weil ich die mir ausdenke und dir keinen eigenen Geist verfügen und ich die Energie bin von denen, aber ich spreche jetzt denen mal einen Geist zu. Und wenn der jetzt an Welt denkt, dass ja jeder nur schon in seiner individuellen Denkmöglichkeit eine komplett andere Weltvorstellung generiert, das ist ja ein Wahnsinn. Oder? Jeder, den du dir denkst, wird erst einmal die Weltvorstellung generieren. Das ist jetzt das, dass wenn ich mir jetzt denke, ich, jetzt ist die Frage, jetzt mache ich einmal mich zum Udo. Ich habe jetzt in meinem Tetraeder-Fragment, das ist ja nur ein Fragment aus dem Zentral, eine Perspektive aus dem Zentral, habe ich ein gewisses rein optisches Umfeld. Ja. Der Witz ist, dass ich ihn nur das Gesichtsfeld sehe. Aber ich habe jetzt zu dem, was ich sehe, etwas, was ich nicht sehe, hinter mir, rechts und links von mir. Das ist einmal das Erste. Dasselbe kann ich jetzt mir reindenken in den Redo. Weil ich beim Redo in der Wohnung schon mal war. Aber es sind meine Informationen, wir können ja die Namen austauschen. Und was so tief ist, was, wenn wirklich ein Hauch von Geist ist, ich sage viele, viele Sätze, gerade meine einfachsten Sätze, ist die Sache, Beginn von ersten Fliegenstallvortrag, haben wir oft gemacht, Splitscreen. Schließe mal deine Augen. Ich unterhalte mich nur mit dem Geist, der mir jetzt zuhört. Da ist nur ein Geist. Schließe mal deine Augen. Und jetzt wirst du feststellen, dass dieser Geist plötzlich in vielen Versionen von blauen Ichs arbeiten kann. Da du nur mit einem blauen Ich arbeitest, wirst du Geist, wenn du hörst, schließe mal deine Augen aufgrund deines momentanen blauen Ich, deines momentanen Programms, das du laufen hast, wirst du an einen ganz bestimmten Körper denken, das ist dir gar nicht bewusst, also dem Ausgedachten ist es, mir ist es bewusst. Verstehst du? Wenn du Ich bist, ist dir das bewusst. Und dann wirst du jetzt an den Körper denken und die Augen zumachen. Und jetzt kommt es, jetzt denk einmal, du bist bei dir zu Hause und das sind jetzt nur Worte. Und jedes Wort wird jetzt gesprochen und jedes Wort, das ich jetzt spreche, wirft in dir ein anderes Bild auf. Genau. Ich mache das gern mit Namen. Ich, wenn jetzt zum Beispiel Diana sagt, wird aufgrund deines Programms eine ganz bestimmte Diana auftauchen. Ja. Mit einem anderen Programm wird das Programm Diana einen komplett anderen Menschen auf. Ja, genau. Und es gibt für jedes Wort für Hitler, für alles Mögliche. Für kleinere Begriffe, wo du merkst, du hast Sympathie, dir läuft das Wasser im Mund zusammen, hat eine andere Ekel bei dem Wort. Und erst wenn du dich erhebst, kriegst du das mit und das ist ein Faktum. Das ist, man kann nicht oft genug sagen, Holofeeling ist ein vollkommen neues Programm, ein vollkommen neues Weltbild, das du erst betreten wirst, wenn du begriffen hast, was deine jetzige Vorstellung von Welt ist und was die Ursache ist. Und alles, was du absolut setzt, auch dieses absolut Setzen von Gut und Böse, hält dich auf einer Dimension tiefer, das muss eine Synthese stattfinden. Das ist diese Singularität. Wenn du rein in der Physik einmal jetzt, und das alles, was ist, hängt natürlich wieder vom Programm ab, ob du Interessen hast. Und ich rede hier auch nicht, dass irgendwas wichtiger oder weniger wichtig ist. Es ist unendlich viel.
Weißt du, du kannst immer wieder sagen, wie kann man sich für so einen Scheißdreck interessieren? Du musst wissen, aus einer anderen Perspektive interessierst du dich für einen Scheißdreck. Ja, klar. Und du wirst merken, dass alles hochinteressant sein kann, wenn man es geistreich sieht. Und es ist ein Riesenbefreiungsschlag, wenn du begreifst, was ich so oft sage, es ist nicht deine Aufgabe, den Figuren in deinem Traum zu erklären, was sie sind. Spätestens nur auf dem Punkt, wo du verstanden hast, was du wirklich bist, hört das auf, dieses Spiel. Sofort, in dem Moment hat es verstanden. Und die Gespräche, die Selbstgespräche, die wir führen, sind immer nur eine Selbstbereicherung. Genau. Ja. Ohne irgendwas. Weißt du, wie oft erwähne ich, das Holofeeling ist mit Sicherheit das einzige Glaubenssystem, das vollkommen ohne Feindbilder arbeitet. Weil es von der allumfassenden Liebe ist. Und es gibt so viele, die hier von der großen Liebe sprechen, aber gar nicht merken, wissen Feindbilder da im Hintergrund mitlaufen. Das ist die blaue Liebe. Wenn man das einmal verstanden hat, ist man einen ganzen Sprung weiter und dann kann man es geschehen lassen. Und dann hört auch der Zwang, sich am Leben erhalten zu wollen, irgendwas auf Ewigkeit am Leben erhalten zu wollen. Das hast du in deinem Programm in Kleinigkeiten, und wenn bloß der Lüfter macht, dann muss der ja wieder in Ordnung sein. Es wird aber trotzdem bloß ein zeitliches Phänomen sein, weil der Computer wird sich in dir genauso auflösen wie alles andere auch. Weißt du, das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, es geht jetzt nicht darum, ach, der löst sich ja eh auf, ich lasse den nicht reparieren. Darum geht's gar nicht. Da sage ich jetzt wieder, du sollst deine Rolle spielen, aber du sollst es bewusst machen. Darum geht es. Dann öffnest du dich für Wunder. Alles klar, Rino. Super. Danke, Udo. Tschüss. Ciao.